im Rehab 5:2 und der Gästetrainer bietet Markus deine Analyse dieser intensiven 90 Minuten. Zuerst einmal Gratulation an Rapid für den Einzug ins Halbfinale. Ich glaube, ein absolut verdienter Sieg von Rapid. Wir haben heute ganz einfach in der ersten Halbzeit zu ängstlich agiert. Vielleicht auch daran, dass man so eine Art von Kulisse halt, vielleicht nicht so gewohnt sind. Die Mannschaft hat sehr passiv agiert und war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ein Fehler passiert. Der ist knapp vor der Halbzeit eben passiert. Ja, und dann hat es ganz einfach zu viele Fehler in der Defensive gegeben. Und zwei Tore sind Ergebniskosmetik. Vielleicht ist mal interessant gewesen in der 41. Minute, wenn der Schiedsrichter auf den Elfmeter gegeben hätte für uns. 4:3 wäre das Ganze vielleicht nochmal relativ spannend machen können, aber wäre am heutigen Tag nicht verdient gewesen. Vielen Dank, die Gratulation natürlich. Darf auch dich bitten, deine Sicht. Ja, also für uns war natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil die Liga, glaube ich, auch schon eine ganz anständige Leistung erbracht und natürlich heute hat jeder mit dem Weiterkommen gerechnet und war der Druck für die Mannschaft schon groß, wobei jetzt nicht großartig an Druck aufgebaut habe bei der Mannschaft, weil ich schon an die Stärken des Teams geglaubt habe und sie haben es eigentlich wirklich gut gemacht. Erste Halbzeit war schon, dass wir das Spiel in eine Richtung gebracht haben, wo wir wirklich immer ganz gut fast durchgekommen sind, wo wir vielleicht nicht dann den richtigen Spieler gefunden haben. Aber kurz vor der Pause war es dann schon enorm wichtig, dass wir dann das Tor gemacht haben und kurz danach auch wieder. Und dann ist, glaube ich, in die Richtung gegangen, wo man dann wirklich, wir haben auch erst schon den Gegner kontrolliert, dominiert und zweite war es dann auch so, haben dann den nötigen Tor geschossen. Das Einzige, was mich vielleicht an dem Spürtel geärgert hat, wenn ich was sagen muss, war es hier die letzte Viertelstunde, wo man dann gesehen hat, dass man eigentlich das Spiel gewinnen werden und dann haben wir nicht mehr die Arbeit nach hinten so verrichtet, wie man es machen muss und haben dann Hartberg ein bisschen aufkommen lassen und darf nicht sein, ganz gleich, wie man spielt und die Meter nach hinten muss man genauso machen, aber es war ein gutes Spiel von unserer Seite. Danke, bevor wir zu den Fragen kommen, noch ein Wort. Der Werner Gregoritsch hat das Los vorgenommen, für uns geht es nach Basching zum LASK auswärts, kurze Einschätzung. Natürlich ein schwieriges Los, weil man hat LASK jetzt gegen St. Pölten gesehen, man weiß, dass LASK eigentlich eine sehr gute Truppe, die seit Jahren schon zusammenspielen, sich immer verbessert, sage ich jetzt einmal, aber es hilft ja eh nichts. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht zum Jammern anfangen, wir werden das Los annehmen, wir werden dort alles reinhauen, dass wir da weiterkommen und damit wir ins Finale kommen und Werner Gregoritsch hat sich wirklich bewiesen, was ich vorher gesagt habe, er ist einfach ein Knobel. Danke sehr, dann darf ich um eure Fragen bitten. Ich glaube, Christian Hagel, das Mikrofon kommt schon in die dritte Reihe, wo wir gesehen haben. Die, wenn man jetzt die ganze Amtszeit, war das vielleicht die Partie, die dich am meisten zufrieden stimmt bisher? Oder in der Liste, wie weit steht die oben? Ich weiß, es hat ergeben, Europa League gegen die Rangers, aber jetzt so vom Auftritt der Mannschaft, von der Offensive. Naja, wir werden jetzt da nicht jetzt Jubelstimme ausbrechen, sondern es war eine sehr gute Leistung von der Mannschaft. Also wir haben wirklich das meiste umgesetzt, was wir wollten. Wir sind wirklich so oft fürs Tor gekommen, haben gute Möglichkeiten vorgefunden, hätten natürlich das eine oder andere mehr schießen können. Und war für uns natürlich auch wichtig für den weiteren Verlauf der Saison, sogar. Weil wenn wir heute da eigentlich gestrauchelt wären, beziehungsweise wenn wir ein ganz schlechtes Spiel gemacht hätten und weitergekommen wären, war der Druck nicht weniger geworden. Und deshalb haben sie heute echt eine gute Leistung erbracht und so kann es auch weitergehen. Und da müssen wir weiter arbeiten. Weitere Fragen gerne kommen, bitte, Kollegen. Markus, die 5 Gegentore von heute, wenn man das zusammenzählt mit den letzten Runden im Herbst, sind es glaube ich 20 in den letzten 5 Spielen. Ist das die größte Baustelle, die du hast momentan? Das ist schon ein Thema, das uns beschäftigt. Ich habe das auch schon oft genug gesagt, dass das einfach viel zu viel ist. So viele Tore kann man gar nicht machen. Vor allem, wenn wir uns anschauen, wie die Tore nachher teilweise entstehen. Also das ist, da machen wir es den Gegner oft viel zu leicht. Aber wir haben ganz einfach, und das ist so, wir haben jetzt letztes Jahr im Sommer einen richtigen Umbruch gehabt. Da ist sehr viel passiert. Ich glaube, dass
wir diese Kurve im Sommer relativ gut genommen haben. Wir haben jetzt dann wieder eine Veränderung, also das ist eine massive Veränderung, die wir jetzt dann aufgrund unserer Abgänge haben. Und das ist ganz einfach ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Das hat jetzt dann nicht nur mit der unmittelbaren Abwehr zu tun, sondern das hat mit der ganzen Art und Weise, wie wir gegen den Ball arbeiten, zu tun. Und ja, das sind definitiv Themen, aber wir haben da ganz einfach auch in der Vorbereitung versucht, Dinge zu verändern und haben viel probiert. Und ich glaube, dass die Mannschaft das viel besser machen kann und ich bin davon überzeugt, dass wir das in den nächsten Wochen besser hinkriegen. Dankeschön. Bitte, Alex Huber. Eine Frage an die Fühlball. Es war auffällig, die ersten beiden Tore gelangen noch Ballgewinnen, also jetzt dann schnell und zielstrebig nach vorne gespielt. Das hat es im Herbst sehr, sehr selten gegeben. Ist das eines der Dinge, ihr habt jetzt sehr viel geübt, wo du optimistisch bist, dass das im Frühjahr weiterhin noch vielleicht sogar stärker werden kann? Es war sicher ein Thema in der Vorbereitung, dass wir gesagt haben, dass wir einfach aggressiver gegen den Ball arbeiten müssen und dann auch die Räume aufnehmen müssen. Das haben sie heute wirklich sehr, sehr gut gemacht und wird noch vor weitergearbeitet werden müssen, weil ich glaube, dass das noch nicht perfekt war und müssen wir trotzdem noch mehr Läufe anbieten, weil ich glaube, erst war es schon so, dass wir manchmal in Wahrheit Läufe abgebrochen haben, wo wir eigentlich drüber gehen müssen, aber man hat schon gesehen, dass es ein bisschen was anderes ist und genau das war der Weg, den wir einschlagen müssen. Danke. War das auch ein Zeichen oder für die innerhalb der Mannschaft, dass gerade diese Leute, die im Internet in der Startelf gestanden sind, Burg, Pablos, das auch sehr aufgezeigt haben? Ist das auch irgendwie so eine Reaktion, die sich ein Trainer nicht mehr wünschen kann, dass sie sehr auffällig waren? Es ist freut mich, dass der Baff getroffen hat, es freut mich, dass der Muck getroffen hat, aber ich denke, ich wiederhole mich da jetzt, glaube ich, des Öfteren schon. Ich habe gesagt, dass die Mannschaft sehr eng beieinander ist vom Leistungsniveau und dass ich wirklich bedenkenlos hätte die Spiele einsetzen können und auch gewusst habe, wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, dass wir dann das Spiel auf unsere Seite bringen können. Und das ist für den Trainer schön und es muss auch für die anderen ein Anreiz sein, dass sie wissen, dass man nichts geschenkt kriegt, dass jeder im Training arbeiten muss, weil da kann er sich qualifizieren. Dankeschön, ich glaube, dann haben wir nochmal auf der anderen Seite eine Nachfrage. Markus, der Jürgen Sommer war beim Interspiel im Stadion. Welche Eindrücke hat er nach Hartberg mitgenommen, beziehungsweise wie hat sich das Spiel auf das heutige Spiel von der Einstellung der Mannschaft beeinflusst? Nein, gar nicht. Also der Jürgen war da, hat sich das Spiel angeschaut, aber mir war klar, dass das Spiel Inter, Rapid gegen Inter, nicht vergleichbar ist mit dem Spiel, was uns heute erwartet. Uns war klar, dass da sehr viele kreative Elemente in die Mannschaft kommen werden, das war nachher auch der Fall. Ich glaube, dass die Mannschaft das in der ersten Halbzeit alles probiert hat umzusetzen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, dass da einfach das Resultat nachher war, dass der Mut nach vorne hin hier und da gefehlt hat. Es war zu wenig im Umschalten, da war die Überzeugung nicht die wir im Herbst gewohnt waren. Aber wir wussten, dass wir, wenn wir es gut machen, gute Räume auch vorfinden können. Das wussten wir. Wir haben es einfach oft nicht gut gelöst in der ersten Zone. Wir haben es nachher teilweise zu langsam in die zweite Zone getragen, das Spiel. Und ja, dass wir immer für ein Tor gut sind, das wissen wir. Das hat man am Schluss nochmal gesehen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass man einfach zu viele Gegentore bekommen und das ist unser Thema und das hat nichts mit Inter zu tun oder mit Rapid, sondern das ist prinzipiell. Dankeschön, haben wir nochmal Alex Kapper. Die war extrem wichtig im Vorfeld, dass man diesen Schalter immer umlegen kann, auch nach einem Highlight, auch gegen einen anderen Gegner im Cup das wahre Gesicht zu zeigen. Ist das zu 100% erfüllt worden, bis vielleicht auf die letzte Viertelstunde, was du schon angesprochen hast? Absolut. Also ich glaube, wenn wir vor dem Spiel checken, wir gewinnen 5-2 und haben eigentlich noch das eine oder andere Tor, eigentlich, wo wir es nicht gemacht haben, bin ich schon der Meinung, dass die Jungs das gut gemacht haben. Und wiederum eben dieses Highlight, wo es ja eigentlich wirklich immer im Raum gestanden ist, Fußball gehört auch gegen Hartberg gespielt und gegen alle anderen Mannschaften auch und nicht nur gegen Inter Mailand und das haben sie heute schon gut bewiesen, also das muss ich schon auch aussprechen, aber andererseits ist es wieder ganz normal. Danke.
Danke sehr und danke fürs Interesse. Marco Schock und seiner Mannschaft, gute Rückreise und alles Gute im Frühjahr. Und wir sehen uns ja schon am Dienstag wieder bei unserem letzten Medientermin vor der Abreise nach Mailand um 13 Uhr an dieser Stelle. Dankeschön, schönen Sonntag.